Man sieht es in seinem Blick. Patrick Helmes ist einer, der kämpfen kann. Er ist der Sisyphus der Wölfe. Er kommt immer wieder zurück. Auch nach seinem zweiten Kreuzbandriss geht es für den Stürmer langsam bergauf. Ein Kämpfer. Ja, jetzt langsam wieder gut. Jetzt kommen die letzten Züge. Man ist ja bei der Mannschaft und jetzt macht es auch wieder Spaß, dabei zu sein. Auch wenn es noch 3 Wochen sind oder 4 Wochen, bis ich wieder voll einsteige. Aber ja, wie gesagt, ich habe eine lange Zeit das hinter mir und jetzt geht es langsam wieder dem Ende zu, zum Glück. Anfang August in einem Testspiel, eine Verletzung ohne gegnerische Einwirkung, Diagnose Kreuzbandriss. Dabei hatte er sich gerade aus der Magatschen Verbannung zurückgefightet und in der Rückrunde der vergangenen Saison 10 Tore erzielt. Und dann die ewige Monotonie der Reha, häufig alleine, ohne die Mannschaftskollegen. Man muss schon ein echter Comebacker sein, um das wegzustecken. Das ist natürlich schon eine lange Zeit, wo man sich so sagt, 6 Monate, okay, das geht auch recht schnell rum, aber wenn man tagtäglich dran arbeitet und oft jeden Tag das Gleiche macht, dann ist es wirklich schwer und ja, gibt es auch Tage, wo du einfach keinen Bock hast, weil jeden Tag auf diesen Brettern stehen, jeden Tag was fürs Knie machen, dann freust du dich wieder auf draußen, auch diese Sachen sind nicht so einfach, dann man muss sie wieder ans Knie gewöhnen, man muss Vertrauen ins Knie wieder gewinnen und das sind halt einfach Sachen, die dauern und die einfach eine gewisse Zeit brauchen und von daher ist es halt auch eine Sache von 6 Monaten und nicht, ja, wie man hofft, nach 4 oder 5 Monaten wieder voll dabei zu sein. Kreuzbandriss, der Albtraum jedes Fußballprofis. Patrick Helmes durchlebt das schon zum zweiten Mal. 2009 zerstörte das gerissene Kreuzband seine Hoffnung auf die WM 2010. Ein echtes Stehaufmännchen, einer mit extrem starkem Willen. Ich habe in meiner Karriere gelernt, dass es einfach dazugehört. Also ich habe wirklich manchmal halt wirklich Pech, was es angeht, aber wie gesagt, das gehört dazu. Ich habe 3 schwere Verletzungen gehabt, die habe ich alle eigentlich ganz gut weggesteckt. Natürlich habe ich nach dem ersten Kreuzbandriss ein bisschen länger gebraucht, weil es einfach, wie gesagt, eine neue Situation war. Ich habe es auch wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, dass ich dachte, okay, nach 6 Monaten bist du zurück. Du spielst direkt wieder, alles ist wie früher, aber so ist es halt einfach nicht. Du musst halt in der Reha hart arbeiten, damit alles wieder gut ist wie vorher. Und das habe ich jetzt in der Reha gemacht und ich denke, dass ich jetzt wesentlich fitter zurückkomme als damals und hoffentlich auch weniger Zeit brauche, zu alter Form herzukommen.